Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Phoenix Point. Wir sind immer noch dabei, uns hier gerade eben hier so ein bisschen voranzupirschen, um zu gucken, wie wir jetzt hier den letzten Gegner erwischen, der sich offensichtlich hier oben befindet. Das Problem ist bloß, erstmal rankommen vor Lachen, sage ich jetzt mal. So. Und erstmal raus aus dem Feuerchen hier. Ich frage mich, wie ich da rankommen soll. Vor allem, weil das Vieh im Feuer sein müsste. Aber just saying. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwie etwas erblicken kann. Dafür müssen wir mal auf die erhöhte Position gehen. Nein? Nicht möglich. Okay, dann ich würde mal sagen, wir machen rein vorsichtshalber mal das da. Und ja, ansonsten beende ich einfach mal diesen Turn, weil ich habe gerade eben eigentlich... Ja, vielleicht bewege ich dich auch noch darüber. Huch. Relativ wenig Möglichkeiten hier, Dinge zu tun. Moment. Ja, du rennst hoffentlich nicht durchs Feuer. Ach, das Feuer ist ja ein Stockwerk tiefer. Ich bin so ein Dödel. So, ich will mal gucken. Vielleicht siehst du ja was da hinten. Könnte ja sein. Irgendwann habe ich Willenskraft zurückbekommen. Nee, ich sehe nicht, was da ist. Das ist extrem ätzend. Okay, dann rennst du jetzt mal darüber. Boah, ey, der Kampf war echt mal wieder düster, ey. Sondergleichen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich dich eventuell mit dem Grenade Launcher da oben noch treffen kann, falls du da bist. Auf gut Glück und so. Was auch immer ich getroffen habe, es scheint nicht tödlich genug gewesen zu sein. Mal darüber. Es ist so ein scheiß Würmchen. Komm. Das können wir doch jetzt hier noch wegklatschen, ey. Und drauf. Ah, Gott, ey. Geschafft. Meine Güte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Sache ist nicht unbedingt leichter, weil ich gerade eben halt auch wirklich krank werde. Yay! Jetzt ist Wendelin bald full Level 7 oder wie auch immer, wie man das nennt. Ja, halt bald Level 7, ne? Meine Güte. Okay. Mhm. Bei 25 weiß ich all die Standorte. Ah! I just wanted to pass on my personal thanks and congratulations to your operatives for their work at the base. Fortuna eruditis favet, as they say. Fortune favors the prepared mind. The intelligence we've retrieved is going to prove extremely helpful with all the projects we're working on. And the satellite control tech may one day help turn the tide of this war. This operation may have seemed like a small thing, but the devil's in the details. And so is God. Will damit etwas sagen, dass es keinen Unterschied zwischen Gott und dem Teufel gibt? Ich weiß es nicht. Speaking of details, we'll now have to actually make all of this work with our hardware and software. We have limited resources, so we need our brightest and best focused on the job. It'll take time, but it'll be worth it in the end. You'll see. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder unsere Ausrüstung wieder herstellen, würde ich mal sagen. Wir fangen mal mit diesem Zeug hier an. Bitte die ganzen Granaten wieder herstellen. Dankeschön. Ja, unsere Truppe ist eigentlich überraschend gut beieinander. Rein verletzungstechnisch. Ich gehe gerade eben hier nochmal durch die ganze Ausrüstung durch. Hey, es ist immer wieder unfassbar. Ich habe aber nicht den Eindruck gehabt, dass diese blöden Nachtsichtteile irgendwas bewirkt hätten. Das ist das, was mich am allermeisten nervt an der ganzen Angelegenheit. Dass ich das Gefühl habe, dass ich nichts verbessern kann. So, jetzt gucken wir mal gerade eben. Wir stehen jetzt hier bei 29. Verteidige Zufluchten gegen Angriffe, um deinen Ruf zu verbessern. Ja, das wäre jetzt auf jeden Fall mal mein Plan. Das wäre auf jeden Fall mal mein Plan. Auf jeden Fall möchte ich... Ich weiß nicht, ob ich diese Mission schon machen will. Das könnte eventuell die jetzt wieder verärgern. Ich will jetzt erstmal nochmal... Das scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Guckt euch das mal an. Ich will mal nach Hause fliegen eventuell... Hier oben weitermachen. That would be a plan, würde ich sagen. Weil hier kommen wir nämlich demnächst durch. Seht ihr, was ich meine? Das wäre äußerst praktisch. Du gehst jetzt dahin demnach. Stopp, was macht das andere Team?
Ach so, stimmt, das andere Team fliegt ja dahin, um hier einzugreifen. Ich bin am Überlegen, ob ich das mit beiden zusammen machen kann. Ich warte jetzt einfach mal hier, ne? Und dann kann ich die Teams zusammenstellen. Ich kann ja dann immer noch entscheiden. Wobei, die müssen eigentlich erstmal leveln. Ich glaube nicht, dass die dazu in der Lage sind, einen solchen Job zu erledigen. John Stuart Mill wrote, "Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. New Jericho will no longer stand by and allow the disciples of Anu to mislead people in the name of their rotten superstition. As of this moment, we are at war." Okay. Na super. Geilo. Ja gut, was soll ich machen? Das hier vielleicht. Nee, ich will das jetzt gucken, ob das klappt. Also ich werde auf gar keinen Fall mit denen alleine da reingehen. Das halte ich für einen blanken Irrsinn. Nee, die gehen nochmal nach Hause. Es tut mir sehr leid, aber die sollen jetzt hier... Was ist jetzt nochmal? New Jericho Haven under attack? Wo denn? Da oben. Und da. Es sind jetzt mehrere New Jerichos under attack. Ich guck mal, ob ich da noch eingreifen kann. Oder ob das nicht mehr möglich ist. Ja, da, wie gesagt, das ist eigentlich nicht machbar. Da werde ich, glaube ich, auch nicht mehr rechtzeitig hinkommen. Dann versuchen wir unser Glück hier. Ja, ihr bleibt jetzt erstmal kurz hier, ne? Ihr müsst erstmal eure Level-Ups und so machen. Ja, da war nichts mehr zu machen. Ach, come on, gib mir doch eine Chance, Spiel! Spiel, gib mir doch eine Chance! Oh, fuck my life. Na gut, dann halt nicht. Dann ist es halt so. Dann mache ich jetzt hier da oben einen Scan. Wow, okay, jetzt kann ich hier doch eingreifen. Greife hier ein. Boah, wie die jetzt hier hart Krieg führen, ey, das gibt's ja wohl echt nicht. Okay, Leute. Wie gesagt, wir sind nur hier, um ihre Technologie zu holen. Alles andere ist uns scheißegal. So. Eins, zwei, das brauche ich nicht. Ich wollte das da holen, genau. Und dann noch das da. Ach komm, und es holt noch eine Granate. So, du kannst... was ist denn du hier noch? Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher. AT-Dingens ist da noch. Da ist noch eine Mercy-Shotgun. Könnte ich eigentlich auch generell mal eine Shotty geben, ne? Aber dann ist jetzt hier wieder... So aufgestellt, rein gewichttechnisch überlastet. Das ist ein bisschen. Fähigkeit mit Sturmgewehren. Plus 20% Schaden und Genauigkeit. So. Ich habe gerade eben eine Entscheidung getroffen. Jetzt trifft er noch besser. Ich habe gerade eben eine Entscheidung getroffen, von der ich glaube, dass sie wichtig war. Nimm es nochmal ein weiteres Magazin mit. Wir setzen das Team jetzt einfach ein. Und sobald wir nämlich die New Jericho-Technologie haben, jagen wir alle anderen zum Teufel. Dann bleiben wir bei Synedrion. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, von den Disciples of Anu habe ich mich schon längst verabschiedet. Auf den ersten Blick haben die... Also ich glaube, dass auf den zweiten oder dritten Blick sie wahrscheinlich die beste Ausrüstung haben. Aber das, was wir von ihnen bis jetzt kennengelernt haben, ist einfach nur Crap. Der Berserker ist eigentlich nur dann gut, wenn er Granaten werfen kann. Nicht so ungut, Papa Vader. Aber das ist das große Problem. Um die Leute permanent auszutauschen, sind sie zu teuer. Ne? Das ist einfach viel zu teuer. Und die anderen komischen Geisterbeherrschungs-Aliens, deren Nutzen habe ich bis jetzt auch noch nicht so richtig feststellen können. Da drehen wir es, wie wir es wollen. Es ist auf jeden Fall... Hoch. Ist das schon wieder dasselbe Anwesen wie gerade eben? Den Eindruck gewinne ich gerade eben ganz stark. Problem ist, wir kämpfen jetzt wieder mal gegen Synedrion, ne? Niemand weiß, wo die sind. Niemand kann es sicher sagen. Ich sichere jetzt mal in diese Richtung ab. Ist da noch hin? Sicherst in die Richtung ab.
Wir machen Folgendes. Wie beim letzten Mal. Tegern da vorne hin. Und deck da drüben alles ab und du gehst schon mal dahin. Du könntest dahin gehen. Ja. Turn beenden. Was ist mit dir? Lieber Scharfschütze, du gehst da hoch. Dann haben wir wenigstens jemanden oben auf dem Dach. Das ist echt so krass, wie lange die da brauchen, um hochzuklettern. Okay. Und jetzt haben wir noch unseren Granatenjungen. Na, lieber Krabbenlynx. Wir gehen hier hin. Zumindest das erste. Und dann da noch dahin. Und das war's. Es sind Jünger von Anu, die angreifen. Oh. Ich hab gedacht, es wäre Synedrion. Ich hab mich sowas von hart geirrt. Die sind hier. Okay. Channel open. Okay. Let's do this. Dann gehen wir mal da lang. Um am Ende noch hier zu sein. Wir nehmen die Dächer jetzt einfach mal ein. Das heißt aber, dass ich jetzt hier mit ihr hier ohne Probleme rumlaufen kann. Weil ich habe ja keine getarnten Einheiten zu befürchten. That's the point. Geh mal dahin. Gehst du da rein? Und hier wartest du jetzt einfach mal. Ah, da ist noch was zum Looten. Okay, ich komme da nicht weiter ran. Gehen wir mal mit der Pistole jetzt hier hin. No time to waste. Nur für den Fall, dass jemand rauskommt. Ne? Covering. Covering. Wie das klingt, ey. So. Wir bleiben da oben. Und du gehst noch hier hin. Einfach Schritt für Schritt vor. Ganz vorsichtig. Okay. Was ist das? Was bist du denn? Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist der Moment, wo ich die Jünger von Anu vielleicht doch cool finden sollte. Ein Mutok. Fähigkeit verschlingen. Wenn du einen Gegner tötest, stellst du Trefferpunkte höher von 50% der maximalen Trefferpunkte des Ziels wieder her. Fähigkeit Urinstinkt. Erhalte 2 Aktionspunkte beim Töten eines Gegners. Fähigkeit Sprung. Springe zu einer Zielposition innerhalb von 10 Feldern. Hat Kopf. Macht 60 Giftschaden und 30 so. Hat Schwanz. Macht 40 Schaden, 50 zerfetzen, 150 Schock. Was ist denn die Reichweite der Mist? 6. Gott sei Dank, okay, das ist nicht besonders effizient. Aber eindrucksvoll. Ich schieß mal dem Mutok jetzt hier erstmal eine rein. Oh, der scheint noch so eine Art Humanoid zu sein. Und noch den dritten Schuss. So, und jetzt versuchen wir uns mal von diesem Mutok hier irgendwie mal zu entfernen. So, kann ich dich ja nochmal anwählen und nochmal nachladen, weil eigentlich müsstest du das können. Kostet dich ja nichts, genau.
Okay, also der Mutok, der verliert jetzt in der nächsten Runde nochmal 120 Hitpoints. Von seinen sehr 12.000igen. Es könnte also noch ein bisschen dauern, bis der stirbt. Ja, super cool. Oder auch nicht. Du siehst ihn nicht, ne? Gar keine Chance, den zu sehen. Okay, also halten wir mal fest, das Vieh muss weg. Ich will mal gucken, was die können. Das hier ist ein Unterwerfer-Virus-Scharfschützengewehr der Jünger von Anu. 20 Panzerbrechen, Virus 6, Schaden 50. Fähigkeit Priestertraining, Fähigkeit mit viralen Waffen, Fähigkeit Stampfen. Führe einen Schockangriff über einen Radius und von Feldern hinweg aus und verwirre die Ziele, wenn der Schockwert über den Trefferpunkten des Ziels ist. Schockschaden sind mit Entfernung. Er sinkt mit Entfernung, okay. Fähigkeit strahlende Hoffnung. Lebende verbündete Einheiten innerhalb von 7 Feldern erhalten zu Beginn des Zuges 2 Willenskraftpunkte zurück. Fähigkeit Geisteskontrolle. Okay, 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 okay. Okay. Ja, diese Art von Unit kennen wir ja. Und du bist dasselbe demnach, oder? Weitgehend. Ist ein bisschen anders. Das ist ein sogenannter Schreikopf. Psychischer Schrei. Hä? Auch so ein Unterwerfer. Panik verursachen. Elektrischer Tritt. Führe einen Nahkampfangriff aus, der das Ziel verwirrt, wenn der Schockwert größer als die Treffpunkte des Ziels. Okay. Ich werde gerade eben eines Besseren belehrt, was ihre Fähigkeiten angeht. Vielleicht sind ihre Fähigkeiten doch nicht ganz so kacke. Muss ich dann die Granate reinwerfen eigentlich? Nein, kann ich nicht. Okay. Halten wir mal fest. Wir sollten uns vielleicht erstmal um das dicke, hässliche Tier da kümmern. Wäre jetzt momentan einfach mal so mein Vorschlag. So. Und wir lassen uns am besten dabei noch nicht sehen. Wenn wir die Möglichkeit dazu haben, es zu verhindern. Deswegen machen wir das jetzt hier mal so. Das Problem ist, sieht das Vieh uns hier schon? Ich weiß es nicht. Deswegen gehst du jetzt so dahin. Wenn es irgendwie da jetzt durchkommt, ballerst du da drauf. Weiß nicht, ob du was sehen kannst. Let's do this. Bin echt am Überlegen, ob ich das hier nochmal einsammeln will. Ich glaube, das will ich. Das Ding liegt hier gerade eben nicht so günstig. Beziehungsweise, es liegt vielleicht schon günstig, aber die Gegner auf der anderen Seite sind einfach gerade eben entscheidender. Also der Mutok. Sehr viel entscheidender gerade eben. Ich möchte den gerne operativ entfernen, wenn ich darf. Oh, ich kann dem eine mitgeben. Kann ich den eigentlich betäuben? Probieren wir mal mein Glück. Was ist, wenn ich auf den jetzt hier schieße? Sehe ich den? Von da sehe ich ihn nicht. Du willst mich doch verarschen, Spiel. Overwatching. Dafür habe ich dieses Ding jetzt eingesetzt. Ja, die ballern jetzt hier immer noch auf Sachen. Oh. Wir wurden gesichtet. Der ging zum Glück daneben. Ich glaube, der Mutok. Wow! Noch viel krasser, dass er getroffen hat! Heili! Ha! Ha! Hallo! Schön, dass du da bist! würde sie sich jetzt gerade eben denken, ne? Wow! 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 Ich gehe da jetzt hin und hau dir meine drauf! Scheiß Vieh! Rüstungsbruch. Fall tot um! Der war gut! Okay, das war schon mal ein Anfang.
Jetzt solltest du da hier noch hingehen. Und selbiges mit deinem Megageschütz machen. That's a kill. Okay, der Mutok ist down. Mutok ist down. Jetzt mache ich den Spinnendrohnenschwarm dahin. Hä? Der im Weg ist. Geht das nicht? Ist der Wahnsinn. Komm. Okay, die Spinnendrohnen sind alle an seinem Gesicht hängen geblieben. Oh, Lynx, an deinem Gesicht sind die Spinnendrohnen hängen geblieben. Hat eine gewisse tragische Komik. Okay, also der Mutok ist jetzt nicht ganz so krass, wie ich befürchtet hatte, aber er ist krass. Halten wir fest, er ist krass. Okay, jetzt ist das hier die Dinge vielleicht dann doch an einer guten Stelle. Das heißt, wir gehen jetzt hier doch wieder hin. Können uns hier hin positionieren. Ja, ich habe ja nicht gewusst, was passieren wird, ne? So, und du? Kannst du von da oben aus wirken? Nee, keine Chance. Den gehst du jetzt da drüben hin. Den Gegner von mehreren Richtungen attackieren. Also keine Chance, als sich zurückzuziehen. So. Absichern. Das war der Zug. Ihr wollt mich verarschen. Gibt's die im Dutzend billiger oder was? Hey, zum Glück ging der daneben. Okay, also diese Gewehre scheinen nicht besonders genau zu sein. Naja, der Mutok wird gleich eine Menge Spaß mit uns haben. Hey, cool, die sammeln auch Willenskraftpunkte ein? I did not know that. Du lädst es erstmal nach. Dann machst du dich erstmal vom Acker hier. Und zwar so richtig. So, jetzt kannst du nur mit dem Ding hier noch einmal auf den fetten Mutok schießen. Der übrigens partiell menschlich zu sein scheint, so wie der rumschreit. Okay. Ich gucke, dass ich diesen Mutok gekillt bekomme. Identifying target. Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es das wird. Deswegen mache ich das da. Wutausbruch. So. Sah so aus, als ob da noch gerade irgendwelche Lebenspunkte wären, aber mir war es wichtig, dass der Mutok jetzt erstmal weg ist. Warum muss der Gegner die ganze Zeit hier irgendwie Quatsch machen? Okay, ich sehe zwei Ziele. Ziel Nummer 1 ist ein Easy Pick. Ziel Nummer 2 ist ein Easy Pick. Okay, dann machen wir als allererstes jetzt hier mal eine Todesmarkierung auf einen von den beiden drauf. Machen schnelles Zielen. Und taking aim. Bumm. Du setzt schon mal keine psychokinetischen, irgendwelche komischen Fähigkeiten mehr ein. Das ist mir wichtig. Ready to fire. Und Lisa Kuna. Ja, Lisa, ich glaube, dass diese Kopfverletzung dein Ende sein dürfte. Ja, noch 8 Lebenspunkte, die blutet aus. Dann du da oben. Es ist mir wichtig, dass ich den da drüben noch ausgeschaltet bekomme. Ich glaube, viele sind es nämlich nicht mehr. So, Skills bis zum richtigen Moment aufbewahren. Oh ja. Took one down. Boah, geschafft. Das war's. Wir haben's.
Ich frage mich, ob ich die auch... Oh, Wendelin hat den höchsten Level ab jetzt. Ich frage mich ja, was man macht, ob man auch die alle gefangen nehmen kann. Aber wahrscheinlich nicht. Eine Sektion von denen war, komisch, es war ein Mensch. Wäre schon echt mies. So, wir haben jetzt nichts Eindrucksvolles bekommen, außer nochmal ein bisschen Ruf. Aber gerade diesen Ruf nehmen wir natürlich gerne. Sind wir immerhin schon bei 31. Und bei denen sinkt es jetzt. Wisst ihr, was doof ist? Am Ende muss ich mich am Ende für New Jericho entscheiden. Und hier muss ich jetzt auch noch hin. Oh, fuck my life. Und die greifen aber gerade schon echt aggressiv an, kann das sein? Naja, es bringt mir die Punkte, die ich will. Training. Lieber Wendelin. Stelle für jeden erledigten Gegenstandspunkt wieder her. Oder alle Verbündeten erhalten einen Zug lang 20 vorübergehende Rüstung. Ganz im Ernst, es kann extrem geil sein. So. Zurückschießen wäre auch eine wichtige Fähigkeit für ihn, wenn er angegriffen wird. Ja, und das war es im Grunde eigentlich auch schon. Sind wir bereit für die Action? Neuladen kostet nichts. Nee, das ist eigentlich gar nicht so wichtig bei ihm. Okay. Guck mir gerade mal die Ausrüstung an. Ah, da ist die Flekton-Rüstung, die Sturmrüstung für Sinedrion. Die wollte ich doch auch irgendjemandem geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich echt überrascht bin, wie gut wir aus der Nummer rausgekommen sind. Mit der Flekton-Rüstung machen wir noch ein andermal. Jetzt greifen wir hier erstmal wieder ein. Huch. Da ist noch ein bisschen draußen. Und du hast immer noch irgendwie einen Slot hier frei. Was nehmen wir denn da bloß rein? Das Problem ist, es ist alles zu schwer, das Zeug. Eine Reichweite hast du? 20. Halt ein Witz. 25. Und das sind 41. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. So ganz im Ernst. Wir gehen rein und grinden uns da jetzt hoch. Ich hoffe bloß, dass es jetzt mit Sinedrion nicht so katastrophal wird. Denn eigentlich möchte ich gerne Sinedrion irgendwie, aber wie gesagt, wir werden uns am Ende für die entscheiden, die wir noch kriegen können. Die Anus habe ich jetzt abgeschrieben, die sind jetzt schon bei Minus. Da bin ich auch der Meinung, da können wir auch mal anfangen zu überfallen. Ich wollte das eigentlich nicht, ihr wisst, ich habe es am Anfang gesagt, aber wir kommen jetzt irgendwie nicht drum rum. So, dann gucken wir mal. Ich ahne ja jetzt schon, dass der Gegner wieder irgendwie hier sein wird. Also sie haben immer diesen zentralen Bau hier. Gott, gibt's hier viel Zeug. Geh mal direkt da hin und guck einfach mal rein. Wir wissen, was da gibt. Gibt halt Munition. Wieder einmal für Waffen, die ich nicht besitze. So, was machen wir mit dir, mein lieber Heavy? Kann ich hier aufs Dach schmeißen? Gehen wir ein bisschen offensiver dieses Mal vor. Und wir haben Kontakt. Das ist wieder so ein... Was ist das? Wie heißen die Dinger nochmal? Flekton oder? Ein Mutok. Nee, was war denn nochmal mit Flekton? Ich weiß es nicht mehr. Du hast wieder so ein komisches Scharfschützengewehr und so ein Schreikopf. Was ist das? Tentakeltorso. Rumpfmutation. Tentakeln der Jünger von Anu, ey. Tentakelvergaltung. Nahkampf. Konter mit Tentakeln, um auf feindliche Angriffe in der Nähe zu reagieren. Rüstung 16. Tarnung minus 10. Wahrnehmung plus 4. Schlägt anscheinend zurück. Fähigkeit Tentakelangriff. Für einen Nahkampfangriff durch und verursache lähmenden Schaden. Tentakelvergaltung. Nahkampf. Konter. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie besonders rockt. Erstmal hier wieder weg.
Aber wir wissen jetzt, dass sie dort sind. Okay. Now we know it. Die Frage ist, kann ich das Ding weit genug werfen? Nein, kann ich nicht. Okay, ja, ich bleib jetzt natürlich erstmal in Deckung. Aber wir wissen, wo sie sind. Wir gehen jetzt hier kurz durch. Einfach nur, um zu gucken, was da drin ist. Irgendwelche Magazine, die kein Mensch braucht. Ja, du gehst da drüben hin. Kannst die nächste Runde dann drauf ballern. Du gehst relativ offensiv hier durch dieses Mal. Und ich glaube, dass da keiner in der Mitte ist. Gegner sind eigentlich immer gebuncht. So, dann gehst du hier hin und wartest. Du rennst ebenfalls da drüben hin. Kannst allerdings schon deutlich früher dann in Aktion treten. Bin immer noch der Meinung, dass ich die Beweglichkeit unserer Truppen nicht überschätze. Bin immer noch der Meinung, Beweglichkeit ist das auch noch. Ich guck mal, wie scheiße die Waffen von den Anus ist. Ich meine, ja, das ist eindrucksvoll, wie der rumspringt, aber mehr auch nicht. Okay, Leute, wir machen beim nächsten Mal weiter, ne? Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüssi und Ade.